Gestern wurde beim Microsoft-Event ein neues Minecraft-Game vorgestellt und das Ganze kam super unerwartet. Es gab so ein paar Spekulationen, aber was dann wirklich vorgestellt wurde, und zwar Minecraft Legends, war absolut mindblowing. Ich komme irgendwie immer noch gar nicht darauf klar. Lasst mich super gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Game haltet, ob ihr es spielen werdet, was für Erwartungen ihr daran habtet. Ihr kriegt jetzt einfach mal alle Informationen, die es soweit gibt, die Live-Reaction mit dazu. Und natürlich haben wir hoffentlich, vielleicht sogar schon am Dienstag, bald die nächsten Informationen zu diesem Game. Und dann machen wir, sobald es geht, ein neues Video mit dazu. Und wer weiß, maybe kann man das Game ja vielleicht schon dieses Jahr auf der Gamescom oder auf irgendwelchen anderen Events anspielen oder man sieht schon ein bisschen mehr Pre-Release-Game-Footage. Das wäre ultra cool. Alarm! Leise! Alle leise! From the creators of Minecraft. Kann ich Subtitles ausmachen? Aus damit. Oh, wie geil! Alter, ich bin so hyped. Was passiert denn jetzt? Cinematic Footage. Okay, das ist keine Indian-Footage. Es geht um ein neues Minecraft-Game, was maybe rauskommt. Oder so ein Minecraft-Genre-Game. Das ist doch nicht wirklich das, was angeteased wurde. Boah, wie hübsch, bitte. What do you mean? Okay, aber ist das... Nee, das ist nicht in-game, ne? Aber wahrscheinlich ist er trotzdem in den Grafikstil von dem Game. Some tell of danger. Oh, Alter, wie cool. Es erinnert mich ein bisschen an Story Mode irgendwie gerade. Fortsetzung von Story Mode? Story Mode hat schon viele Teile bekommen, glaube ich, ne? Ein L.A.! Der kleine Fratz! Anderer L.A.! Hä, wie geil! So ein goldener L.A.? Okay, ja, das sieht aber wirklich nach dem aus, was gesagt wurde. Nach so einem Realtime-Strategy-Game, nach einem RTS-Game. Oder? Das könnte das wirklich sein. Pre-Release-Footage may change over time. Wait, what? Was ist das denn? Hä, das sieht ja actually übelst sick aus. Minecraft Legends. What? A new action strategy game coming 2023. What? Das sieht ja übel sick aus. Das ist ja ganz anders, als die Leute gesagt haben. Das sieht ja komplett anders aus, die Leute. Play the home of Game Pass. Das sieht ja komplett anders aus, als die Leute gepredicted haben. Oder was sie meinten davon. Das sieht ja komplett anders aus. Okay, was juckt mich dieses Weltraumding, Alter? Geh weg! Ich will nochmal hier die Xbox sehen. Minecraft. Wir gucken uns nochmal an. Ey, es wurde geteased oder gesagt, dass maybe ein Realtime-Strategy-Game von Minecraft rauskommen soll. Und da habe ich halt an irgendwas in die Richtung gedacht, dass wir sowas halt wie Siedler oder sowas, keine Ahnung, dass du so Truppen hast, die du befehligen kannst oder so. Oder du halt so Top-Down-Perspective-mäßig, dass du dann auf die Art praktisch halt irgendwelche Minecraft-Theme-Character durch die Gegend kommandieren kannst. Aber das sieht ja ganz anders aus. Das ist ja wirklich trotzdem ein 3D-Game. Bro, das sieht einfach aus. Ey, keine Ahnung, das sieht ja einfach aus wie... Also, es sieht legit aus wie Hytale, finde ich sogar ein bisschen, vom Grafikstil. Es ist sehr weit weg von normalem Minecraft. Aber es sieht ja ultra geil aus. Das sieht aus wie irgendwie... Hä, das sieht so cool aus. Ey, oder wie, ja, wie Trove, oder wie ist dieses andere Game, wo die Leute diesen, wo die einfach abgehauen sind irgendwann. Cube World, wie Cube World, irgendwie so auch in die Richtung. Das sieht ja ultra cool aus. Das hier ist Ingame-Footage. Schaut euch mal die Grafik davon an, also halt die... Das sieht so cool aus. Und halt hier wahrscheinlich wirklich so Kisten, die man looten kann. Hier oben sind Allies. Du kannst bauen. Das ist wahrscheinlich so dieser Strategy-Part davon, dass du irgendwie deine Base aufbaust oder deine Burg und die dann von anderen Leuten irgendwie erobern kannst oder so. Aber ich frage mich halt, ob es dann Online-Multiplayer? Wahrscheinlich ja schon, oder? Minecraft Legends. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. A new Action-Strategy-Game. Komplett anders, als ich erwartet hätte. Ey, jetzt bin ich ja übelst geflasht. Ich fass es nicht. Auch diese, guckt euch mal die Partikelanimation hier überall. Ach, die bauen hier was, die LAs. Die LAs da drüben haben gerade irgendwas gebaut. Hier, Alter, das Feuer da oben sah richtig sick aus. Hier, die bauen hier gerade irgendwas Neues. Er baut ja auch irgendwas. Die folgen ihm. Es ist Combat. Das ist wahrscheinlich so die Armee mäßig, die man befehligen kann und so.
Alter, das sieht so unglaublich cool aus. So unglaublich cool. Hoffentlich kommen einige Mobs oder Blöcke in normales Minecraft rein. Na, das haben ja Leute bei Minecraft Dungeons auch schon eine ganze Zeit gehofft. Aber gab es da ja auch überhaupt nicht. Also Minecraft Dungeons hat ja auch so ultra geile Blöcke und so richtig, richtig coole. Also hat voll den schönen Grafikstil. Also Minecraft Dungeons hat auch so viele schöne Blöcke, die man halt irgendwie usen könnte oder die in Minecraft voll gut passen würden. Aber nichts davon kam ja irgendwie mit rein. Also auch, da gab es so viele Sachen, so diese verschiedene Slabs, irgendwie Dirt Slabs oder sowas oder die Partikel davon und so. Aber nichts davon ist ja normal in Minecraft gekommen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da von einem anderen irgendwas in Minecraft kommen wird. Aber das sieht so crazy aus. Es hat da wirklich fast gar nichts mehr mit Minecraft zu tun, ne? Also jetzt vom Grafikstil, das ist einfach ein ganz anderes Game. So alleine das Gras und sowas schon. Ich find's ultra schön. Aber ey, ich bin super gespannt. Also das Ding werden wir definitiv spielen. Watch the Trailer. Ist sogar auf der offiziellen Minecraft-Seite. Krass, auch das Artwork hiervon. Schaut euch das mal an. Wie cool das aussieht. Aber halt so einfach komplett Comic-Style irgendwie, ne? Minecraft Legend. Alter, wie schön. Explore familiar yet mysterious land full of diverse life, lush biomes and rich resources. They're threatening the overworld. Defeat the piglins. Okay, also Main Purpose ist wahrscheinlich gegen. Es kommt sogar auf Mobile raus. Crazy. Ey, ich hoffe dann, oh, bitte lass es irgendwie. Das wird dann wieder komplett cross-Plattform. Aber bitte, lass es dann ein Game sein, das halt nicht für Mobile gemacht wurde und dann auf dem PC, sondern dass es irgendwie für beides halt geil spielbar ist. Aber Piglins sind die Bösen und es gilt, das zu verteidigen. Take the fight to the Piglins before their nether corruption devours the overworld. Ah, das war hier dieses dunkle Ding, was man da vorgesehen hat, ne? Ganz am Anfang hat man noch diese riesige dunkle Wolke gesehen einmal, wenn ihr euch noch daran erinnert. Wo war das denn? Hier, dieser dunkle Sturm oder so. Das sind wahrscheinlich die Piglins, die das dann. Boah, es sieht so schön aus, ne? Das hier. Dieser Dark Storm, dann kommt das Portal so unten raus. Boah, ich bin sehr gespannt. Und halt wirklich, ne? Minecraft Legend Wallpapers, wie schön. Minecraft Legend News. Die sehen ein bisschen aus wie aus Zelda, die Charakter oder so. Aber scheinbar wirklich PC und Mobile. Zumindest so, wie es jetzt aussieht. Damn. Mittlerweile ist schon der nächste Tag. Ich bin gerade einfach nur in Minecraft, weil ich ein bisschen darüber reden möchte, was wir da wirklich gesehen haben. Und ich auch noch mal ein paar andere Sachen habe. Denn es gibt tatsächlich am Dienstag noch ein paar neue Informationen zu diesem Game. Ich bin noch leider nicht da, aber ich werde euch dann so gut es geht auf Twitter oder in einem Follow-up-Video die nächsten Tage dazu updaten. Dann wird es hoffentlich noch mal ein bisschen mehr Gameplay zu sehen geben oder ein bisschen mehr neue Informationen zu dem Game generell. Aber es wurde praktisch auch über die Lore, also über die Geschichte davon erzählt und das Game spielt praktisch in einer früheren Zeit von Minecraft. Das heißt, die ganzen Sachen, die es dort gibt, die gibt es jetzt nicht mehr in Minecraft, aber trotzdem spielt es eben im Minecraft-Universum anders, als es jetzt gerade ist. Und das Einzige, was wirklich noch so bestehen bleibt, sind die Villager, die das praktisch alles überliefert haben. Natürlich gibt es hier und da noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Piglins, die es ja jetzt auch immer noch gibt, oder den LA, den es also früher schon gab und jetzt auch immer noch. Außerdem gibt es ein paar ziemlich coole Theorien, was das Deep Dark und die Ancient City anlangt, denn in Deep Dark gibt es ja in der Ancient City das Portal in der Mitte, wovon Leute immer spekuliert haben, wofür das sein könnte. Und es könnte tatsächlich einen Zusammenhang mit dem neuen Minecraft-Game haben. Und zwar, dass das Ding hier früher mal ein Portal war, durch das die Piglins gekommen sind, die man ja auch im Trailer und so weiter gesehen hat. Da war das Ganze zwar ein Nether-Portal, aber es könnte irgendwie sein, dass die Ancient City früher, wie es schon sagt, ancient, uralt, einfach die City war, die ihr irgendwie verteidigt habt oder sowas. Und dazu kommt ja auch noch, dass normale Piglins in der Overworld anfangen so ein bisschen zu wackeln und dann natürlich zombifizieren. Das heißt, es könnte schon Indikator dafür sein, dass man in dem Game praktisch gewonnen hat, also dass die Spieler in dem Game gewonnen haben, jetzt zumindest was die Lore betrifft. Und auch so wird es einfach passen, dass das einfach eben ein Relikt aus lang vergangener Zeit ist und die Ancient City, weil ja auch das Deep State einfach so altes Gestein und sowas ist, irgendwie zumindest hat das für mich so ein bisschen das Feeling, dass einfach die Ancient City aus der Zeit des Games damals kam und einfach so zurückgeblieben ist und der Warden irgendwie der Wächter davon war. Vielleicht sieht man den Warden ja sogar in dem Game und man kriegt ein bisschen mehr Backstory dazu. Das war eigentlich ultra cool, wenn es jetzt wirklich diese Connection zwischen diesen beiden Games geben würde oder so. Aber mal gucken. Generell ist das Game ja ein Action-Strategy-Game. Ich habe jetzt persönlich selber noch nicht so viele in der Art gespielt, aber man sieht im Trailer so ein paar kleine Sachen und ich denke, man wird auch noch mehr dazu kennenlernen, vielleicht sogar so am Dienstag. Das heißt, man befehligt zum Beispiel seine Truppen, man bildet seine Truppen aus, man baut seine Basis. Man konnte im Trailer zum Beispiel sehen, dass es zwei verschiedene LAs gab. Der eine hat Blöcke abgebaut und der andere hat Blöcke aufgebaut, was irgendwie eine ziemlich coole Strategie ist oder ein ziemlich cooles Feature. Wenn man von euch viele solche Games in der Art schon mal gespielt hat, dann könnt ihr mir gerne ein bisschen Insight dafür geben, also was man
man, was ihr vielleicht denkt, was man daran erwarten könnte. Aber man hat auf jeden Fall schon gesehen, dass man natürlich auch in der Welt ein bisschen erkunden kann. Man konnte diese Kisten looten, du kannst durch die Gegend gehen, deine Truppen kommandieren, du kannst Sachen aufbauen, Leute verteidigen. Und natürlich ist das Ziel eben, die Welt vor den bösen Piglins praktisch zu beschützen. Und es sieht unglaublich cool aus. Alter, ich bin der Grafikstil, ich bin so hyped dafür. Lasst mich also super gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Game bis jetzt haltet und ob ihr es spielen werdet natürlich und was ihr für Erwartungen an das Game habt, ob es irgendwas mit normalem Minecraft zu tun hat oder eigentlich gar nicht mehr. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald schon zu den nächsten News zu diesem Game und dann vielleicht sogar bald in einem Jahr zum Release von diesem Game.